Schnecken. Sie fressen leckeres Gemüse oder verunreinigen es mit ihrem klebrigen Schleim. Kein Wunder, dass viele die lästigen Kriecher loswerden wollen. Zum Beispiel mit kochendem Wasser oder mit Salz. Was ist nicht zu empfehlen? Im Handel gibt es jede Menge Schneckenabwehrprodukte, wie das blaue Schneckenkorn. Die Schnecken werden von seinem Geruch angezogen und fressen die Körner. Blaukorn aus Naturschutzsicht ist es nicht gut, es wirkt zwar, aber wenn die Schnecke das Blaukorn aufgenommen hat und Schnecke ist auch ein Futtertier für zum Beispiel Spitzmäuse oder Vögel oder Igel, der kann dadurch, wenn er das Tier aufnimmt, Schaden erleiden. Es gibt auch Schneckenkorn, das für andere Tiere ungefährlich sein soll. Auch in diesem Fall kommt es auf die Menge an. Es kommt darauf an, wie viel die Schnecke aufgenommen hat oder wie viele Schnecke ein Igel zum Beispiel frisst. Auch Salz soll Schnecken vernichten. Salz trocknet die Schnecke aus, sie leidet, das ist Tierquälerei. Bier mögen Schnecken ganz besonders und ertrinken dann im Becher. Also eine Bierfalle, das riecht faulig und dann werden auch die Schnecken aus Nachbarsgarten angelockt. Gerade das Gegenteil kann dadurch erreicht werden. Denn es kommen immer mehr Schnecken. Noch eine Lösung, Kupferband. Wenn die Schnecke über das Kupfer kriecht, kommt es wegen ihres Schleimes zu einer chemischen Reaktion. Das schreckt sie ab. Allerdings muss das Band mindestens 10 cm breit sein, sonst laufen große Schnecken trotzdem darüber. Wie kann man Schnecken auf natürliche Art fernhalten? Schnecken sind immer auf ihrer Schleimspur unterwegs. Überall dort, wo es feucht ist, kriechen sie am besten. Deshalb sollte man sie am Rutschen hindern. Alles, was die Schleimspur zerstört oder unangenehm macht, ist wirkungsvoll. Zum Beispiel Sand, Sägemehl, Eierschalen oder so Granulat. Das mag die Schnecke nicht und dadurch kann man die fernhalten. Auch kann man sie mit dem Duft von Tagetesblumen anlocken. Der effektivste Schneckenschutz ist das Absammeln. Also wenn es geregnet hat, nachts oder tagsüber, je nachdem, kommen die Schnecken raus. Sie lieben ja die Feuchtigkeit. Einfach über die Beete gehen, die Schnecken absammeln. Und das, finde ich, ist die schonendste und die beste Methode. Danach werden die Schnecken weit weg vom Garten in der Natur ausgesetzt. Welche Schnecken sind nützlich? Es gibt viele kleine Gehäuseschnecken und große Weinbergschnecken. Allesamt helfen sie, den Garten sauber zu halten. Sie fressen Tierkot, Aas und verwelkte Blätter und sind gleichzeitig auch Nahrung für verschiedene Tierarten, wie zum Beispiel Igel, Spitzmaus, Erdkröte oder auch einige Vogelarten. Die Schnirkelschnecken stehen sogar unter Schutz. Genauso wie die Weinbergschnecke, unsere größte Landschnecke. Für den Naturschützer sind sie faszinierende Tiere, die einfach in den Naturkreislauf gehören. Fazit: Schnecken, besonders Nacktschnecken, sollten aus dem Gemüsebeet entfernt werden. Am besten einfach absammeln oder auf natürliche Art und Weise mit Splitt oder Sand fernhalten. Schnecken sind auch nützliche Tiere, denn sie säubern den Garten. Die Weinbergschnecke und die Schnirkelschnecke sind sogar geschützt. Deshalb diese Schnecken einfach in Ruhe lassen. Die Natur regelt vieles von alleine.